Die großen Reptilien verschwinden vom Angesicht der Erde. Andere Ordnungen überleben mit sehr kleinen Populationen. Vier Reptilienordnungen bleiben übrig: Schildkröten, Krokodile, Schlangen und Eidechsen. 98% der kolonialen Korallenarten, die warme, flache, tropische Gewässer bewohnten, sind verschwunden. Solitärkorallen, die sich in kälteren, tieferen Regionen ansiedeln, haben es besser getroffen. Die Zahl der Gattungen von Kopffüßern, Stachelhäutern und Muscheln ist rückläufig. Ammoniten und Belemniten sind verschwunden. Ebenso wie alle anderen Weichtierarten aus der Klasse der Kopffüßer, Cephalopoden. Die einzigen Überlebenden sind Nautiloiden, die heute von den Nautilus vertreten werden. Und eine weitere Gruppe...